herzlich willkommen zurück hier bei Lo- Oh nein, Bruder. Lost in Minecraft wollte ich sagen und dann hat mein Headset rausgezogen. Tenderman ist hier. Oh nein. Tenderman ist hier? Da ruf erstmal einen Appel. Tenderman ist hier. Ich hab Angst. Wo ist er denn? Fox, ich weiß es nicht. Er war kurz da, ist er weg. Fox, hier bin ich. Hallo. Ach, da bist du. Komm, wir gehen. Wo müssen wir denn hin? Wir kehren jetzt mit unserer Beute zurück. Da komm hier mit. Ich komme mit. Wasserrutsche. Ich aber wirklich fix. Hui, 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 hui. Geht echt ab, oder? Du weißt aber schon, dass es raus nach oben geht und nicht nach unten, ne? Ist mir bewusst. So, die Strömung ist ja echt. Wo habe ich die Stufen hingetan? Na, hier nicht. Gehst du da hinten in den Tal? Doch, hier unten war auf jeden Fall. Da musst du hoch. Bin gerade hinlaufen? Ja, da und jetzt nach rechts oben. Nee, das ist doch Wasser. Hier war das nicht. Wir sind doch von hier gekommen. Aber wir sind da oben runtergesprungen. Wir sind ungefähr von hier gekommen. Wir sind da oben runtergesprungen. Achso, wir sind gesprungen, ja. Ja! Feuer! Wo ist mein Schwert? Hau ab! Au! Aua! Oh, jetzt hab ich den. Ich hab den Pfeilrücken gemacht. Macht nichts. Oh. Der kam von ich Herzen. Ich wollte helfen und hab den Pfeilrücken geschossen. Ja, ja, kann passieren. Ah, oh ja. Alter. Aua, aua. Wow. Oh, oh. Ja, von hier sind wir gekommen, ne? Zurück! Oh Gott! Scheiße! Hilfe! Die Strömung! Hilfe! Mach was! Ich kann nicht! Ich kann trinken! Ich kann saufen! Nein! Mann! Die ganzen Rohstoffe umsonst! Ey! Und ich bin hier alleine! Nein! Wie ist denn das passiert? Warum kommst du nicht mehr raus? Die Strömung war stark, der komische Creeper kam, meine Kamera hat sich verkeilt, ich bin rückwärts in die Lava gefallen, kam nicht mehr raus, getaucht, die Kamera hat weiter rumgesprungen, der Creeper hat sich in die Luft gesprengt, scheiße Arsch, ficken, ich sterb Pisse. Jetzt hoch. Ich sterb jetzt hoch! Ich sterb jetzt hoch! Zwei Creeper, drei Creeper, vier Creeper! Nein! Oh Gott! Scheiße, Mann! Oh. Das ist frustrierend! Wie viel Zeug hattest du? Nee, ich will's gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeug du dabei hattest. Ich will gar nicht wissen. Weil wir nochmal die Aufnahme gestartet haben, weißt du? Deswegen. Scheiße. Und ich kam auch nicht mehr an dein Zeug ran, weißt du? Weil du warst ja schon in der Lava drin. Na ja, klar, das ist alles verbrannt. Ey. Das ist alles instant verbrannt. Oh, leck mich leck fett. Leck mich fett. das ist ja eine Win. Ich glaube, das versteht man unter. Hast du dich gelassen? Unter Rohstoffe verheizen. Okay. Apokalypse, ey. Oh, Scheiße. Nee, er ist hier. Er ist. Oh, er lacht, er lacht. Lass ihn. Okay, mal auf den Turm und guck mal. Der kommt. Oh nein. Scheiße, oh nein. Nee. Oh nein, ich hab ein Problem. Oh nein. Nein, noch ein Creeper. Stopp. Nee, geh weg! Welche Richtung sind wir denn überhaupt gelaufen? Nach dahin. Jetzt hat er die Treppe kaputt gemacht! Leute, ich werde hier gleich Fuchs, weil wird's wild! Scheiße! Ich will nicht mehr! Und der Creeper wartet am Ende der Treppe! Er ist genau. Der Enderman! Unten Skelett! Jetzt geht mal alle drauf hier! Ist doch nicht wahr! Oh! Ja, da ist er! Oh! Und der Garten gedeiht hier und oder was? Ja. Na, wenigstens etwas. Aber kann ich ganz nah am Enderman vorbeilaufen, ohne ihn anzuschauen und er greift mich nicht an, oder? Eigentlich schon, ja. Was ist denn Mu? Oder Mu? Bin ich gut zu sprechen? Guck mich nicht so an. Ach, hier geht's hoch. Und du, Bob, du sitzt nur da und tust nichts. Soll mal dein Herrchen beschützen können. Scheiße, hier geht's nicht hoch. Aha. Oh, da ist schon wieder der nächste. Oh.
Nur Arschnasen hier, ey. Was mach ich denn jetzt? Jetzt renne ich hier völlig blöde durch die Gegend. Du weißt ja nicht, was ich jetzt aufhabe, aber ich hab auch nichts mehr in der Hand. Keine. Nix. So ein Mist, ey. Wir haben auch kein Eisen da, ne? Nee, eben. Eisen ist ja schon unterwegs, aber ja. Ich muss hier raus eskortiert werden irgendwie. Okay. Was mach ich denn jetzt? Absolute Katastrophe. Kannst du aber laut sagen. Wir müssen jetzt mal irgendwas bauen hier. Eine Hacke, eine Scheide und ein Schwert. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier raus. Mein Kumpel ist gestorben. Ich hab Angst. Ich werd depressiv. Och, Menno. Ist das Tageslicht. Ist das ärgerlich. Das ist so schlimm. Weil ich hab dir zugeguckt, ich hab noch überlegt, wie kann ich dich retten? Und hab dann mein Kies ausgepackt und hab versucht, hinter dir die Lava zuzumauern. Und in der Sekunde bist du reingefallen. Ja, das ist wirklich, ich kam auch nicht gegen diese behinderte Strömung an. Ich bin gesprungen, gelaufen. Nix. Nix hat was gebracht. Was wollte ich denn jetzt hier überhaupt? Ach, eine Stange machen. Mein Gott, jetzt bin ich völlig durch den Wind, ey. Zack. Schwert will ich haben. Kann mir ja nicht wehren. So. Mann. Wir wollen den Innerdrachen legen, wisst ihr? Also. Reaktion. Ja. Was mich auch total nervt, ist, dass man die Tastaturbelegung von diesem Kackspiel nicht ändern kann. Will die Kamera nicht ändern, wenn ich auf den Stick drücke. Dafür ist es da einfach zu ungeeignet. Da kommt man so leicht ruf. Hast du recht. Kann ich mal gucken, kann man das nicht ändern? Haben sie das vielleicht mal nachgepatcht oder was? Aber nein. Kamera ändern. Nein, ich möchte nicht meine Kamera ändern. Ätzend. Kann man natürlich nicht. Muss ich bei der nächsten Gelegenheit mal gucken. Ich glaube, mit dem Elite-Controller kannst du ja einige Tasten so ja auflegen, also dass die nicht funktionieren. Also, Fox? Ja. Also, um dich ein bisschen weniger traurig zu machen, um dich ein bisschen zu trösten, wären wir tatsächlich nicht geflüchtet, als wir den Gegner auf uns haben zukommen sehen, den Creeper. Wir wären draufgegangen, denn an derselben Stelle tauchten noch zwei weitere auf und kreisten mich ein. Also ich glaube, wir hätten da so viel Panik geschoben, dass die uns wahrscheinlich wirklich fertig gemacht hätten. Aber dann wären die Sachen wesentlich in die Lava gefallen, hätte man die noch holen können. Okay, dann sei doch traurig. Caden, erzähl mir irgendwas aufmunterndes. Was ist hier geschehen? Was treibst du hier? Ich habe uns eine Kuh besorgt. Ich habe uns eine Kuh besorgt. Das ist Benita. Aber praktisch unser Gefilde erweitert hier um ein Gefilde für die Kuh. Stimmt. Aber das Schöne, die Wasser hier, sind hier gebaut. Was ist denn das? Das ist aus Stein. Und was hast du hier unten benutzt? Warum sieht das so schön aus? Ach, das sind ich glaube, ich weiß es. Nee, weiß ich nicht. Meinst du denn? Wie hast du das architektonisch denn hier gebaut? Das sieht so schön aus. Hier unten ist es so mit ganz vielen Stelzen und oben ist es so eine durchgehende Wand. Sieht echt aus. Ja, da unten ist halt eben eine ganz normale Steinmauer. Und sobald du die oben drüber packst, ist es so eine geradlinige, durchgezogene Mauer. Ach echt, ja? Das finde ich ja cool. Ja. Cool aus. Dann haben wir einen bunten Teich, damit wir halt hier die Bewässerung bewerkstelligen können für die Pflanzen. Musste einfach sein, weil sonst hätte ich zu wenig Wasser. Ist ja nicht mal meine Rüstung jetzt, ey. Scheiße. Nee, ich bin voll am Arsch, ey. Ein Lederhemdchen. Ah, Cinematics ist ja auch wieder da. Ja, ich habe insgesamt, wie viel Eisen habe ich jetzt dabei? 64 werden gerade geschmolzen, weitere 64 und nochmal 24. Also das ist ein bisschen was. Okay. Geil. Tja,
Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Ich komme mir irgendwie so nutzlos vor gerade. Was soll ich tun? Du kannst hier weiter schmieden. Ich habe gerade so einen dermaßen Hungerschub, dass ich mir jetzt ein Rührei mache. Na gut. Ich warte noch. Was brauchen wir denn noch? Was ist denn noch wichtig? Du brauchst wieder Rüstung. Leder und Co. Die Rüstung war meiner Meinung nach Grundlage, um damit eben in die Minen reinzugehen und nach den anderen Rohstoffen zu suchen. Und sie haben uns ja auch gute Dienste erwiesen, bis dann der Feuertod dich holte. Ich hasse den Feuertod, der geht mir wirklich am meisten unter den Sack. Feuertod und in die Tiefe schmutzen. Ein Arschloch, ja. Naja, ich werde mich vielleicht um den Ausbau kümmern, mal gucken. Irgendwas muss ich gerne in Angriff nehmen. Der Ausbau? Sonst ist hier wirklich gerade sehr sinnlos, was ich treibe. So viel von A nach B. Wenn es so weitergeht, haben wir hier bald nur noch Zuckerrohr. Ja, aber auf jeden Fall Papier. Du brauchst eine ganze, ganze Menge Papier. Glaub mir das für die komischen Schränke da. Stimmt. So, mit dem Stein will ich jetzt hier drüben mal was anbauen. Schön, da wird jetzt hier wieder irgendwelche Arschlöcher auftauchen, die mir an meine Nülle wollen. Dann flipp ich aus. Deine Nülle. 3 Zuckerrohr gleich 3 Papier. Weg von meiner Nülle! Nee. Wirklich handgreiflich. Sag mal, behalten wir unsere Items, wenn wir nachher aus dem Spiel rausgehen? Ja, klar. Alles klar. Ich will nicht, dass ich meine Nülle verliere. Das wäre echt ungünstig. Ohne Nülle ist ein Mann kein Mann. Wann ist ein Mann ein Mann? Dem. Wann ist ein Mann ein Mann? Mann! Wenn ich morgens aufstehe, zieh ich mir eine Buchse an. Und wenn dann von Spiegel D, dann schau ich mir meine Nöne an. Guckt sie gerade nach aus? Ist sie voll in Ordnung? Ist sie schief und krumm? War der Jesus dumm? Ja, das ist auch unfair. Naja. War der Jesus dumm? Hat der Jesus nicht nur gemacht? Das nehme ich zurück. Jetzt trifft mich irgendwann doch nochmal der Blitz beim Scheißen. Das ist nicht gut. Also solange du nicht nackt bist. Ach ja. So viele schöne Dinge. Aber bei Herbert Grönemeyer muss ich echt immer sagen, ich verstehe seine Texte nie. Also bei Wann ist ein Mann ein Mann, das verstehe ich noch und das geht noch, aber so bei Wench zum Beispiel. Oh Leute, wir haben einen infizierten Bürger hier. Was treibt der denn hier? Haben wir. Ach nö! Oh, hau doch ab, ey! Ich hab die Schnauze voll, verpiss dich! Scheiße. Können wir den nicht heilen? Können wir den Typen nicht heilen? Nee, da brauchst du ein Serum für. Wie macht man das? Da brauchst du mir aber. Ich sollte ein Serum bauen für den, aber. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht. Irgendwas machen. Ein Heilmittel musst du dem geben, aber. Da musst du dich mal der Minecraft-Wikipedia bedienen. Nö. Nö, das will ich nicht. Ich weiß, das eine Frage. Verbrennt der eigentlich auch am Tag? Ich glaube ja. Kann ich verlieren mal. Mach nicht so. Wenn jetzt hier der zündende Gustav wiederkommt, dann. Was? Der zündende Gustav ist hier reingefallen. Gustav. Warte doch mal, Gustav. Was ist? Oxy, hier. Eins. Und. Zwei. Was ist das? Und. Und drei. Ach so, das ist eine Rüstung. Das ist aus drei. Schuhe. Ach, doch eine neue Kleiner. Das Kaisers neue Kleiner, weißt du doch. Da müsste gern nackend sein. Ist ja schon wieder so ein Poloch. Mann, was ist denn jetzt hier los? Ja, habt ihr gehört, dass ich hier gestorben bin, wa? Geilt euch dran auf, ihr hässlichen. Geilt euch dran auf. Findet ihr wohl geil, wa?
finden die voll gut. Ich zieh mich aus und seh mich an. Das Leben tut mir gut. Jeder Fall erzählt eine Geschichte. Von was, das weiß ich nicht. Denn meine Falten können nicht reden. Sie schwätzen nur und stinken. Ich bin ein Mann, ich habe Falten. Und damit stehe ich mit meinem Namen. Dr. Eduard Falti. Ich bin ein echter Faltenmann. Dr. Eduard Falti. Oh Mann, da kommt schon wieder so ein Arschloch. Was soll denn das? Ist doch scheiße. Jetzt fehlt mir auch noch was, glaube ich, wa? Erde? Pflasterstein, ne? Kaputt Pflasterstein. Na gut. Wir nehmen so. Was soll's? Na denn? Ja? Ha. 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 Ich üb schon mal, falls wir auf menschliches Insel treffen. Ja, machst du mit Sprache. Stein bei der Stadt mit Holz? Hier drüben mache ich jetzt Stein, weil. Was kommt da an? Spinnreiter! Spinnreiter! Das ist ein Skelettbogenschütze auf einer giftigen Spinne. Da kommt noch ein Skelett und noch ein Skelett. Voll die Belagerung hier. Was ist da draußen? Jetzt regnet es natürlich. Aber der trifft auch. Mich. Es ist ungeschriebenes Gesetz. Immer wenn ich Dächer baue, regnet's. Jetzt bin ich runtergefallen vor lauter Frustration. Scheiße. Ja, um deine Frage zu beantworten, ich baue hier drüben aus Steinen, weil ich will hier eine Schmiede bauen. Damit die nicht abfacke, verstehst du? Mach ich hier voll tight Action. Ich hab schon wieder was im Kopf, Kane, aua. Danach können wir dich Fackelmann nennen. Du darfst mich danach gerne Fackelmann nennen. Ah, oh, danke. Dr. Eduard Falti. Und Dr. Faltologie. Dr. Eduard Falti. Ach, Kinder. Was baue ich denn hier eigentlich? Ist ja völlig falsch. Ist ja viel zu wenig Abmaß. Eine Schmiede. Ja, ja. Aber. Da ist ja eigentlich noch Abmaß drin. Aber nicht nach Blaupause, ey. Eher nach Freischnauze. Das haut man wirklich nicht hin. Mann, jetzt ist doch gut hier! Was ist denn los? Kann ich jetzt nicht mehr bauen? Das kann er wohl nicht annehmen. Flipp gleich aus. Scheiße hier. Das war eine Scheiße mit der Scheiße hier. Aber echt? So. Und jetzt so? Wir brauchen Erde. Baum. Hier, Holz. So Erde und Baum, Holz. Zeug. Zeugberg. Wir haben gar keine Axt. Mann, oh, wieso? Ich hab keiner meine Axt für mich. Spitzhack oder Axt? Axt für Bäume. Sag mal, bin ich denn jetzt geistig beim Scheißen in der Walachei oder was ist hier los? Wieso baue ich denn so einen Müll? Kann ja wohl nicht angehen. Ich werde ja hier wohl noch zwei Steine voneinander legen können. Mein Gott, ey. Fängt der hier beim Scheißen in der Walachei? Das ist doch alles nicht wahr. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Lasst mich rein! Hallo! So, jetzt aber. Jetzt muss ich wieder raus. Hier rennt einer durch den Garten. Ja, bin ich. Das bist du ja. Das sehe ich, dass du das bist. So, jetzt kletter ich zum 10. Mal da oben rauf. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh, jetzt komm ich da nicht hoch. Was ist denn los? Wieso komm ich denn jetzt da nicht hoch? So, geht doch. Meine Fresse, ey. Oh, so, jetzt Stein. Stein auf Stein. So muss sein. Muss voll Mann, der Bau so sein. Mann, oh, ich dreh voll durch. Ist schon spät. Yeah! Was war denn das für ein Sound?
ist denn das? Die Lautsprecherbox gebaut. Nee? Nee, hab ich gar nicht. Eine Pauke, irgendwas hast du gebaut. Alter, ist es ja. Was ist das denn? Was ist denn das für eine Schiete? Alter, das soll ja eine Schmiede sein, keine Disco. Komm mit. Mann, ist immer davon abhängig, was in der Nähe ist, wa? Kann man sagen. Richtig, ich brauche einen anderen Boden dafür. Was ist denn für einen Boden in der Nähe? Jetzt selber den wieder? Leute, jetzt ist ja wohl nie wahr. Bum. Ist das denn die Uhrzeit-Techno oder was? Uhrzeit-Techno. Where's the dancer? It's a goddamn mansion. We got it everywhere. Rhythm is a dancer. It's a good position. Only bitch and only two. Das war Simsisch. Ey, ich bin gerade zu blöde, hier irgendwas zu bauen. Wirklich, ich hau hier einen Kasten am anderen daneben. Ich bin so ein Vollpfosten. Was hab ich denn hier überhaupt gebaut? Was soll denn das? Was ist denn das hier? Ey, das glaubt man ja alles nicht, wenn man es nicht gesehen hat. Hätten mich auch mal aufnehmen sollen. Der Rage gerade richtig los hier. Was ist denn das hier? Das ist ja voll Schiete. Mann. Sag euch. Was das denn? Geht nicht ab. Was hat er denn? Ist er jetzt nackig? Ja, aber das. Kannst du auch mal. Guck mal, Kane. Guck mal hier. Da? Nein, du hast. Jetzt guck hin. Du hast das Bücherregal schon benutzt. Ach nee. Ich weiß nicht, wofür das ist. Ist ja voll der Wahnsinn hier jetzt. Das ist voll gut. Wofür ist das? Ich verstehe das nicht. Das ist, um bestimmte Dinge zu schieben. Aber wofür? Man kann das Sachen so einfach abbauen. Ich habe übrigens eine riesige Spinnengrube vorm Haus, falls irgendwen das interessiert. Cool, Spinne. Bock so wissen. Ich bin auf dem Dach, komm jetzt runter. Oh? Guten Abend. Oh. Gibt's hier was zu sehen? Box. Ja. Warte. Warte, geht gleich los. Nee, das ist das Falsche, das ist das Richtige. So. Was ich jetzt mache hier mit dem guten Kane. Ey. Nee, doof, hör auf. Oh Mann! Es bleibt doch noch. Ihr habt Spaß, Freunde, wa? Ihr habt Spaß. Das ist voll super. Und hier ist die Boombox. Wollen wir hier praktisch nach oben bauen? Wo willst du nach oben bauen? Hier. Wir können gerne noch eins draufsetzen nach oben, wenn er Spaß hat. So. Könnt ihr das tun? Du. Ja, aber die Folge ist eh gleich vorbei. Die Holzo. Ah, dafür ist das da. Ja. Wofür das da ist. Dann kannst du quasi sich verschiedene Türen und sowas machen. Achso. Warte mal. Fox, wir müssen ja was testen, bevor die Folge zu Ende ist. Was testen wir denn? Passt das hier rein? Das passt hier. Okay. Stell dich mal auf den Stein drauf. Welchen denn? Hier. Ich bin hier unten, ich bin nicht auf der Treppe. Ja, ich stehe jetzt hier unten auf den Stein. Ah, hier auf den Stein soll ich rufen. Hier. Ja. Denk mal drauf.
Ja, toll. Passiert nicht viel. Viel lieber an der Stelle. So, was wollte ich denn jetzt? Jetzt renne ich jetzt zum 10. Mal rein und gucke in den Schornstein und lese immer noch nicht, was ich wollte. Ich wollte jetzt hier an die Kiste rangehen und gucken, ob hier noch Schiete drin ist. Und es ist noch Schiete drin. Nein, es ist Kies. Ich ticke viel Schiete. Schiete. Ist hier auch kein Stein mehr drin? Haben wir keinen Stein mehr? Doch hier. Nee, ist auch schon Kies. Nee. Ist ja Wahnsinn. Wir haben ja irgendwie nicht mehr an wirklich guten Rohstoffen. Scheiße. Naja, gut, dann muss ich das nächste Mal machen. Denn die Folge ist vorbei. Das war ganz schön frustrierend, diese Runde. Nächstes Mal wird besser, ist versprochen. Wir haben hier jede Menge Mumpitz gebaut, den keine Sau braucht. Na gut, alles klar. Das war das. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich freue mich auf euch. Wir sagen gemeinschaftlich und freundschaftlich Tschüss. Tschüss.